Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Liebe digitale Gemeinde, ich grüße Sie aus dem Kirchenkreis Walsrode, hier aus der Stellichter Renaissancekirche St. Georg Christophorus Iudocus. Wir beginnen mit einem Lied, wer mitsingen möchte, Nummer 324 aus dem Gesangbuch. Zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Guten gesättigt. Und aus dem Neuen Testament der Lehrtext: Ihr habt schon geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. Wann habe ich auf Gott gewartet? Als Kind zu Weihnachten vielleicht? Warten Sie auf ihn? Erwarten Sie etwas von Gott? Und worauf setzen Sie Ihre Hoffnung? Was hätte ich gern, dass er für mich tun soll? Über mein tägliches Brot habe ich schon lange nicht mehr nachgedacht. Seit vielen Jahren ist mein Tisch reichlich gedeckt, ehrlich gesagt überreichlich. Vermisse ich etwas? Plötzlich ist alles so anders. Muss ich mich jetzt sorgen? Wenn es drauf ankommt, wer sorgt für mich? Und doch möchte ich Danke sagen. Danke für alles, was andere für mich tun. Und ich will mich darüber freuen, auch jetzt und gerade jetzt. Mir wurde doch so viel geschenkt. Kann ich etwas für andere tun? Ein Dankeschön sagen? Ein Lächeln schenken? Zeit haben? Geduld aufbringen? Gott, zeig uns deine Freundlichkeit. Gerade dann, wenn die Sorgen groß werden. Und steck uns an mit deinem Lächeln. Mach du es gut mit uns. Amen.
Ich zünde eine Kerze an, Ausdruck meiner Sorgen, Zeichen meiner Hoffnung. Und ich denke an die Menschen, die allein sind, die sich sorgen, die Ängste haben. Ich denke an die Kranken und ich bitte dich, Gott, sei ihnen ganz nah und schenk ihnen Mut. Sei bei allen Pflegenden und denen, die jetzt besonders viel Arbeit und Mühe haben. Halte sie gesund, stärke sie, schenk du deinen Segen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.